Das Summer Heat Event ist endlich draußen. Es gibt so viele krasse News und Infos. Bleibt dran, um alles zu verstehen. Hallo und Servus. Willkommen zurück auf TV Marvin, dein Kanal für FIFA Trading Tipps. Du möchtest mehr Coins machen? Fang jetzt direkt damit an, indem du den Kanal abonnierst, die Benachrichtigung anmachst und überhaupt keine Trading Tipps mehr verpasst. Endlich ist es Summer Heat Event da und in diesem Video gibt es jetzt alle Infos und am allergeilsten finde ich dieses neue SBC-Konzept. Kommen wir gleich direkt zu. Wir starten jetzt mal damit, was ist eigentlich wieder in den Packs? Und das sind ausgewählte Karten aus Team of the Group Stage, Headliner, RIP, Neymar, Headliner Owners, by the way, Future Stars, Winter Upgrade, Shapeshifters, die Copa Team of the Season und Foot Birthday. Es wird drei Teams geben, in denen diese Karten released werden, zurück in die Packs kommen. Und ich verlinke dir hier unter diesem Video zwei Links. Das ist einmal der Link, welche Spieler jetzt wieder in den Packs sind. Das ist der offizielle Google Doc von EA. Und das zweite, was ihr in den Weekend League Rewards ziehen könnt, denn das wird auch Teil dieses Videos werden. Fangen wir mal an mit den Objectives und wir sehen hier schon die Investments in die Objectives. Haben sich auf jeden Fall gelohnt. GG an alle, die da mitgemacht haben. Und wenn wir mal schauen auf Mendy, das war ja so ein Leak. Ich muss sagen, mit den Leaks kann man immer echt viel Coins machen, aber irgendwo ist es auch ein bisschen schade. Aber wir sehen ihn hier, Hala Madrid. Krass, viele Aufgaben. Ich werde auf jeden Fall ein Video dazu machen, wie schneller geht. Und solche Sommerhitze, wie bescheuert das auf Deutsch eigentlich klingt. Objective-Spieler wird es jetzt nach und nach geben während des Events. Thema Nummer 2 sind Votings. Das haben wir ja gestern schon ein bisschen geahnt bei dem neuen Ladebildschirm. Es war nicht die Kreditkarte, die man da mit der Hand reinstecken konnte, sondern ich zeige euch hier mal auf Footbin. Damals bei Willian, ich glaube es war FIFA 19, konnte man auch nach diesem Logo hier wählen. Das ist so wie bei Footies. Ihr loggt euch ein. Das wird ein paar Mal passieren während des Events. Und dann werden euch drei Nominierte vorgestellt. Ihr könnt dann eine Leihspielerkarte auswählen und den Leihspieler, den ihr nehmt, für den votet ihr sozusagen. Und so entstehen dann Summer Heat Nominees und eben die Spieler, die dann dort nochmal ein fettes Upgrade kriegen. Jetzt aber zum dritten Thema und dem allergeilsten meiner Meinung nach, weil ich habe da richtig Bock drauf. Ich kenne das aus Madden NFL Football. Dort ist es auch ein Konzept, was sie schon länger nutzen. Und jetzt werden sie es auch reinbringen in FIFA 20. Und zwar, warum bin ich bei den Objectives? Wir müssen natürlich zu den SBCs. Und dort wird es jetzt live SBCs geben. Aber nicht so wie diesen Ndombele, den wir bekommen, sondern du wirst eine SBC abschließen. Und dann hast du die Möglichkeit, aus zwei Spielern zu wählen. Zum Beispiel spielt nächste Woche in der Premier League City gegen Chelsea und diese SBC kannst du entweder einen City-Spieler nehmen oder einen Chelsea-Spieler nehmen. Wenn die beiden unentschieden spielen, bekommt diese Karte, die du gewählt hast aus der SBC, ein +1 Upgrade. Und wenn du zum Beispiel den Chelsea-Spieler hier nimmst, ich habe mal gesagt, es könnte ein Willian werden, und Chelsea gewinnt, bekommt diese Willian-Karte, die eh schon geboostet ist, ein Overall 3 Upgrade. Irgendwie richtig geil, dass eben dieser Live-Content entsteht und du musst dir überlegen, ist gar nicht wie Sportwetten, Grüße gehen raus an Tipico, dass du dort gambeln kannst, wer das Spiel gewinnt und wenn du Glück hast, bekommt deine SBC-Karte dann Upgrade. Also nochmal langsam zum Mitschreiben. Nehmen wir an, das wäre hier diese SBC für das Spiel Chelsea gegen City. Wir würden einen Spieler haben für Chelsea, einen für City. Du wählst diesen Spieler. Wenn die Mannschaft dieses Spielers gewinnt, bekommt dein Spieler ein +3 Upgrade. Unentschieden. Wir kriegen beide ein Upgrade. Wenn deine Mannschaft verliert, behältst du diese Karte, aber diese Karte bekommt kein Upgrade. Best of in den Packs habe ich dir schon verlinkt, dieses Dokument darauf hingewiesen, was du jetzt ziehen kannst in der ersten Runde. Und jetzt wollen wir mal schauen, vor allen Dingen, was kann in der Weekend League passieren, wenn wir dort auf die Boni schauen, werden eben Spieler der neuen alten Promo, also die Spieler, die jetzt zum Beispiel in diesem ersten Batch verfügbar sind, die kannst du jetzt auch dann in der nächsten Weekend League in den Rewards erspielen, dir ergrinden. Und ich glaube, wenn du zum Beispiel Elite schaffst, dann kriegt man 90 plus Spieler oder das glaube ich auf Top 190 plus. Und wenn wir hier auf die offiziellen FIFA-Infos kommen, sehen wir nochmal, was es pro Rang gibt. Das heißt,
Das Grinden könnte sich ein bisschen mehr lohnen, aber aus diesen alten Promos sind natürlich auch Spieler dabei, die sich vielleicht nicht mehr so lohnen. Trotzdem eigentlich besser als neue Team of the Week Karten, finde ich persönlich. Für die Fanfavoriten gehen wir zurück in die SBCs, denn so wie wir es predicted haben in dem Prediction Video, danke euch dort auch nochmal für den Support, werden die beliebtesten SBCs zurückkommen. Das heißt, wenn ihr immer noch weinend in der Ecke sitzt, weil ihr damals die Kent-Karte nicht abgeschlossen habt, die wird zurückkommen und die wird mit geboosteten Stats zurückkommen. Und ich bin mal gespannt, welche Spieler EA da nochmal zurückholt. Vielleicht habt ihr es gesehen und habt auch ein ultimatives Pack bekommen oder ein anderes Pack. Wir sind beim nächsten Thema, die Gratis-Loyalty-Packs, die wir erspielen können. Es sind drei Zeiträume. Das erste hast du jetzt schon bekommen, wenn du dich eingeloggt hast für den bisherigen Zeitraum. Im Laufe des Foot-Kalenders geht es darum, wie viele Tage hast du dich eingeloggt. Das Beste, was man kriegen konnte, war dieses ultimative Pack. Und jetzt hast du nochmal zwei Zeiträume. Einmal ab heute bis Ende Juni, 28. Juni ist der erste Zeitraum. Der zweite Zeitraum ist von heute bis Mitte Juli. Ich glaube, bis zum 18. Juli ab heute. Und je nachdem, wie viele Logins du hast, gibt es da auch verschiedene Stufen, wo du wieder gratis Loyalty Packs bekommen kannst. Schreib mir unbedingt in die Kommentare, was du vom Summer Heat, Sommerhitze-Event so hältst. Ich finde es auf jeden Fall eine ganz coole Sache und glaube, es bringt nochmal neuen Schwung gerade die Live-SBCs rein. Abonnier den Kanal, mach dir die Benachrichtigung an, denn ich werde sofort daran arbeiten, was ihr jetzt traden und investieren könnt, um während des Summer Heat-Events nochmal Coins zu machen. Ich bin raus, dein Marvin. Servus. Ciao, ciao.